Nun hatten Sie ja bei dieser und anderer Gelegenheit auch Anlass, die Gelegenheit auch Ulbricht dann anders kennenzulernen als über die Medien. Wie war denn Ihr Eindruck oder können Sie uns einfach mal schildern, wie sich so ein Besuch dann bei Ihnen zu Hause abgespielt hat? Ich bin ja monatlich bestimmt zwei, dreimal bei ihm in der Wohnung gewesen, weil etwas zu überbringen war, er bestimmte Wünsche hatte. Und er war ein Nachtarbeiter. Das konnte noch so spät sein, wenn er ein bestimmtes Dokument haben wollte, dann musste ihm das noch gebracht werden. Und die Atmosphäre war immer die gleiche. Für mich, der ich ja aus der Provinz gekommen war und die Spitzenführung nun zum ersten Mal dort kennengelernt hatte, eigentlich eigenartig, in ein Milieu zu kommen, was absolut kleinbürgerlich war. Das Haus war nicht sonderlich groß, das Wohnzimmer war nicht anders als bei meinen Eltern oder Verwandten, einfache Möbel, da war nicht viel drum und dran, da war keine Dienerschaft oder ähnliches. Und insbesondere, wenn ich größere Papiere brachte, denn das Wirtschaftsressort hatte ja für Parteitagsreden, für größere Reden, für das Zentralkomitee immer die Wirtschaftsteile anzuliefern. Und das waren Papierpacken um die 200, 300 Seiten, die dann nach einzelnen Ressorts aufgearbeitet werden mussten. Und ich dann in die Wohnung hineinging und dies mit ihm dann sortierte, ihm erläuterte, das ist der Packen, dies und das und jenes, das wurde auf dem Tisch ausgebreitet. Da war es das Eigenartige, ihn also in der Strickjacke und mit Pantoffeln zu erleben und seine Frau dabei, da war keine Haushälterin, nichts, gar nichts. Und dann die Gespräche zwischen ihm und seiner Frau praktisch in der dritten Person. Dann nun zu sagen, wenn es doch ein bisschen länger dauerte, wollen wir denn die Genossin Ulbricht mal fragen, ob sie uns freundlicherweise mal einen Kaffee macht. So in diesem Tone ging das und sie tat das, da war niemand anders da. Und dann ging man die Geschichten durch und dies war für mich als jungen Mann und die rechte Hand eines der Spitzenführer eine völlig unproblematische Angelegenheit, denn ich hatte ihm ja nur zu erläutern, was er jetzt bekommt. Über Inhalte hätte er mit mir nie gesprochen, da war ich nicht der Ansprechpartner. Und wenn es sich um solche Dinge handelte, dann sagte er auch sofort, ich rufe den Bruno nachher an und dann wird das gemacht. Und damit war ich außer Obligo. Aber die ganze Arbeitsweise und wie wir dies sortiert haben und was ich dann eventuell mitnehmen musste und was wir sofort noch wieder ändern mussten, das geschah in einer Weise, die sich im Ton nicht von dem unterschied, wie es vom Duktus her im Neuen Deutschland stand oder wie er in seinen Reden in der Öffentlichkeit vor dem Parteitag oder dem Zentralkomitee redete. Also diese Spitzenführer hatten sich in diese Art des Sprechens und Denkens so hineingelebt, dass es überhaupt keinen anderen Ton gab als der, den man von der Partei kannte. Und das Zweite, was für mich also absolut neu war, dass es unter den Spitzenführern keinerlei private, intime oder außergeschäftliche Kontakte gab. Dass sie etwa ein Treffen zu ihren eigenen nicht runden Geburtstagen gemacht hätte und nun meinetwegen an diesem Tag zu meinem Chef Leuschner drei oder vier Politbüromitglieder zum Dinner gekommen wären oder so. Dies gab es überhaupt nicht. Und dort lebte jeder nur nach den Aufgaben seines Ressorts und sie hatten untereinander keinerlei außergeschäftliche Beziehungen, weil sonst sofort der Verdacht aufgekommen wäre, dort könnten sich wohl Fraktionen bilden gegen den Spitzenführer. Und ich habe auch nie bemerkt, dass Ulbricht zu einem der anderen Führer einen anderen Kontakt als einen förmlichen gehabt hätte. Das gab es nicht. Ja, Sie haben ja nun Ulbricht in einer privaten Umgebung kennengelernt. Gab es denn da auch so etwas wie einen privaten Ulbricht?
Der Walter Ulbricht war, unterschied sich von dem Walter Ulbricht zu Hause. Nur insofern von dem im Zentralkomitee und vorne am Kopf, an der Kopfseite des Sitzungstisches im Politbüro sitzend, dass er dort normal in Anzug und Jackett und mit Krawatte war und zu Hause die Krawatte abgelegt hatte, eine Strickjacke an und dann Hausschuhe anhatte. In seinem Auftreten, in seinem Umgang mit dem, was man ihm zu bringen hatte und was zur Arbeit passte, war überhaupt kein Unterschied. Ulbricht war immer Ulbricht, egal wo er war und was er angezogen hatte. Also er war immer kontrolliert. Ja. Und wie erklären sich das? Diese Verhaltensweise in einem solchen System ist, glaube ich, nicht schwer zu erklären. Wenn man ein System so auf eine absolut unantastbare Ideologie und politische Richtung aufgebaut hat, dann muss man sich in diese hineinleben und kann nicht privat so sprechen und dienstlich so. Dann verplappert man sich irgendwann. Man muss sich in diese gesamte Doktrin und in das, was sie dann für das persönliche Leben bedeutet, so hineinleben, dass man das auch noch im Bett im Kopf behält. Und anders ist es nicht machbar. Sonst werden sie irgendwann selber schwankend, verplappern sich oder bringen sich in Schwierigkeiten. Und ich habe das auch in der Crew der Politbüromitglieder und so nicht anders erlebt.